So Leute, ich habe noch mal aussortiert und alles geputzt, richtig in der Badwanne, richtig abgebraust. Also das ist picobello sauber, das ist jetzt über Nacht getrocknet. Dieses Teilchen hier weg. Dieses Teilchen hier passt von der Größe her, hoffe ich, aber ich denke schon auch für Nymphensittiche. Weil ich habe mich jetzt wirklich entschieden für Nymphensittiche. Und das finde ich recht hübsch. Und dann habe ich ja einiges bestellt. Eigentlich müsste heute einiges kommen, Leute. Also es wird auf jeden Fall noch ein Video heute kommen. Das seht ihr das hier jetzt, seht ihr natürlich dann später. Geht doch jetzt mal weg. Und ich habe wirklich einen Haufen Sitzstangen noch gefunden. Nicht nur die, wo noch im Käfig drin lag. Ich sage, den Käfig habe ich jetzt geschrubbt, so gut es ging. Es geht natürlich nicht alles weg. Da müsste ich wirklich scharfe Mittel nehmen und das mache ich nicht. Aber guckt euch das an. Wirklich Naturäste zum Reinhängen. Und die waren auch in dem Käfig eben schon drin. Und die hebe dann auch, also da biegt sich dann auch dieses Gitter nicht runter, was ich euch immer in einem der letzten Videos gesagt habe. Guckt euch das an. Verschiedene Größe. Also hier mal so kleine, wellige. Weil wo ich dann noch bestellt hatte im Internet, habe ich gedacht, Sitzstange, da habe ich jetzt auch welche gelöscht, bevor ich überhaupt bestellt habe. In meinem Einkaufskorb, weil ich das nicht einziehe, nochmal Ding zu holen. Also ich habe einen Haufen Sitzstange hier, wo man wirklich auch zum Austauschen. Und wenn ich mal wirklich in ein, zwei, drei Monate sage, okay, jetzt möchte ich mal wieder was Frisches habe oder irgendwie was, dann kann man immer noch holen. Manche sind ja ziemlich billig, aber es gibt da welche, die wirklich ihr Geld kosten und das sehe ich nicht ein. Also ich habe, guck mal, da seht ihr nicht einen Fitzel Dreck von meinen damaligen Vögel drauf. Ich habe das damals halt in den Keller gestellt. Und dann bin ich hier dahergezogen, habe den halt mitgenommen und ich denke, pff, ja, und jetzt habe ich ihn wieder vorgekramt. Das sieht man mal, wie sich das Leben ändert. Und das hier, Moment, ich mache mir ein bisschen so die Dinge richtig hier. Und das hier habe ich noch gefunden. Das kann man ja dann rechts und links einhängen. Ich zeige es euch jetzt gerade mal so. Ich hebe es jetzt mal so. Seht ihr, so als Leiter oder hängend. Ich werde es wahrscheinlich hängend machen. So in eine Ecke vom Käfig. Also ist nicht schlecht. Ja. Also das sind mal meine Ausbeute noch für meine Nymphensittiche zukünftig. Also wenn ihr euch jetzt wundert, ich habe natürlich diese Schraube mit der Mutter natürlich alles in ein Behältnis gemacht. Bevor ich es abgebraust habe, ist ja klar. Aber ich muss einige Spielsachen noch holen müssen. Und ja, aber das ist jetzt mal meine Ausbeute für den Anfang. Klar, und wenn ich jetzt morgen im Hagebaumarkt bin, werde ich auch mal gucken, was die so habe. Aber da werde ich wahrscheinlich nichts mitnehmen. Nur einfach jetzt mal so, was die so habe. Und dann habe ich jetzt ja, wie gesagt, einiges bestellt. Müsste heute drei Pakete von drei verschiedenen Lieferanten sein, von drei verschiedenen Firmen, wo ich bestellt hatte. Mama Mia, keine Sorge. Ich weiß, du hast eine Sache ausgesucht, aber ich habe dir geschrieben, wenn ich halt was doppelt bekomme, ja, du lieber Gott, dann habe ich es halt doppelt. Ist ja auch kein Thema. Die haben jetzt Zeug schon ausgesucht, ich habe noch nicht einmal angefangen. Aber morgen im Hagebaumarkt werde ich mal gucken für eure Hofe, dein Hund und eure Mäuschis, was sie so Sachen haben. Und dann werde ich mal ein paar Sachen holen. Ja, dass ich auch mal anfange, weil Anfang Dezember findet ihr das Tauschpaket statt am selben Tag. Wir verlinken uns, denke ich mal, auch die Videos, ganz klar. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Also, Mias Mama hat sich gemeldet. Mama Mia! sie hat gesagt, sie freut sich tierisch drauf. Ich denke, die Mia auch. Und ich freue mich auch ganz toll drauf. Das wäre bestimmt spitzenmäßig Videos von beide Seiten. Naja, mich kennt ihr ja. Wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, ihr kennt mich ja. Ich babbel halt, wie man der Schnabel gewachsen ist. Ha, passend, Vogel. Ja. Okay, dann hoffe ich, dass die Post jetzt bald kommt, dass ich das Video fertig machen kann und euch zeigen kann, was ich bestellt habe. Wird mal wieder ein langes Video, aber typisch, ne? Okay, dann sehen wir uns gleich. Hi, Floppy. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I swear, but somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. So, wenn ihr jetzt dabei wart bis zum Schluss, habt ihr gemerkt, ich habe noch Scheiße gesagt. Ich habe vergessen, jemanden zu grüßen.
Ich krieg die Krise. Leute, ich habe mir was vorbereitet, wenn ich eigentlich grüßen wollte. Und mir ist der Name im Einfall, aber du wirst auf jeden Fall morgen gegrüßt. Sorry. Ich habe Fussel an der Zunge. Sorry, dass das Video jetzt so ewig lang geht. Tut mir echt leid. Jetzt habt ihr wenig Einschlafhilfe. Ha! Ich möchte grüßen jemand, den ich schon lange, der mich schon lange abonniert hat und ja, mein cooler Spruch auf Lager hat. Und ganz lange Romane schreibt. Du bist so süßer Schatz. Ich grüße Melix N, meine liebe Mel, mit ihrem tollen Ameisen und ihrem super Hamster Wisti. Ich verlinke euch ein Video. Ich suche mal nachher noch eins raus, was mir besonders gut gefällt. Und dann könnt ihr das angucken. Abonniert sie, aktiviert die Glocke. Ganz süße Maus, die Klein. Was heißt klein? Die ist schon etwas älter. Aber halt immer noch unter 18. Genau. Also ein kleines Kind. Immer noch für mich, sorry. Ja, Leute. Liebe Grüße an Melix N. Abonniert sie. Ganz toll. Hat auch immer gute Tipps für mich gehabt. Und immer freundlich, immer nett. Außer die letzte Verarsche. Und ich vergiss sowas nicht, Leute. Ich bin wie ein Elefant. Sowas vergiss ich nicht. Alex N, irgendwann. Rache ist süß. Rache ist Blutwurst. Glaub mir. Irgendwann kriegst du zurück. Alex N, ich grüße dich. Ganz, ganz lieb. Von mir. Sofa und Sitz. Was ist los? Bella? So, und ab. Lobby? Junger Mann, langsam, langsam, langsam. Sehr gut, brav. So, und jetzt hau ab. Genas, Bosch, da. Ah, nein, das kommt am Schluss. Boah. Rotenti, voll das schwere Teilchen. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ich habe hier irgendwas bestimmt. Mama Mia, mach dir keinen Stress. Alles ruhig, alles cool. Okay, obwohl, da ist glaube ich was drin, wo, vielleicht habt ihr mir das sogar bestellt. Wäre der Oberknaller. Aber man kann ja immer einen Ersatz brauchen, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Weil, ich weiß nicht, was ist drin? Nee, das ist noch nicht dabei, das muss dann nächste dabei sein, weil ich habe nochmal ein größeres Laufrad bestellt, 27 cm, auch dieses Silent, wo die Pedals auch zweimal hat. Weil das Huckrohr, wo ich geholt habe in dem Laden, war für 17 Euro ungerade, da wo ich da alle meine Tiere geholt habe, oder fast alle meine Tiere. Ja, eigentlich alle, außer meine Hunde und meine Mäusis. Egal, ihr wisst ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde kein Huckrohr mehr kaufen. Sieht toll aus, günstig, kein Thema. Aber ich habe es euch ja gezeigt, dass diese Korklaufrad nicht so verklebt ist, dass immer wieder Löcher sind. Sie haben prompt angenagt, meine Mäusis. Wird eh nicht lange halten. Deshalb habe ich mir nur eins bestellt, und zwar ein 27, weil es geht, die haben nur, Rodipet hat nur 21, 27, 30 und nochmal höher. Und 21 ist zu klein. Das passt zu ihr, ja, zu den Pebbles, aber zu den Mäusen nicht, weil die haben doch ein längerer, schlankerer Körper. Und dann habe ich halt 27. Ich meine, die 2 cm von 25 auf 27 ist nicht so schlimm. Aber ich denke, ich hoffe dann, dass ich das jetzt mal nicht anlage, weil ich hätte gern dann ein. Gibt es denn eigentlich von Wooden Wheel nur diese großen Laufräder? Aber ich denke, das ist auch nicht so gut für Mäuse mit den Öffnungen, wo eben der Fridolin hat. Fangen wir mal jetzt mal an. So. Ich habe. Ah ja, genau. Grashüpfer habe ich bestellt, weil ich habe mir jetzt Futter bestellt bei Futterkrämerei. Also diese Hauptnahrungsdinger ohne Würmer und Ding, weil ich gesagt habe, ich möchte das einzeln denen geben. Auch nicht nur wegen Zahnkriege, gerade bei der Pebbles, sondern auch das nicht immer so viel, weil ich habe mir jetzt echt entschieden zu sagen, sie haben halt in dem Hauptfutter, wo ich jetzt von Futterparadies habe, nichts gegen Futterparadies, alles gut, habe ich halt Futter bestellt, wo halt es schon drin war und das ist halt schon echt viel. Und deshalb habe ich Grashüpfer bestellt. Dann habe ich bestellt Echinacea Bio, aber nur 80 Gramm, weil ich ja gesagt habe, ich will jetzt nur noch wenig und dann lieber öfters kaufe oder bestelle, bevor es mal wieder kaputt geht. Ich habe hinten auch wieder eine Tonne mit dem ganzen Trockengrün Zeug. Ja, das wieder wegschmeißen.
Weil es halt einfach zu wenig gefressen wird und einfach, es geht halt nicht fort. Also da müsste ich 20 Hase haben, dann wäre es was anderes. Aber das ist mir einfach Geld rausschmeißerei für etwas, wo ich dann wieder wegschmeiße. Ist ja genauso mit dem Heu, was ich euch gesagt habe. Also Echinacea von Rodi Pet. Sieht sehr gut aus. Das ist eben das, wo dann immer, wo ich dann gesagt habe, von den Gläsern, von jedem Apps und dann kriege ich die so einen Teller. So, habe ich heute auch gemacht. Seht ihr an einem Video mal. Da wurde mir nämlich gesagt, Mensch, mach doch mal ein Video über Zwergkaninchen. Wo habe ich jetzt? Ah, da unten. Und dann habe ich gesagt, ja klar, natürlich. Nur über Zwergkaninchen. Dann habe ich halt mal so eine Tagesroutine gemacht. Nur von der Zwergkaninchen. Übrigens die Tagesroutine, die sich andere auch gewünscht haben, kommt auf jeden Fall. Aber da müsst ihr noch euch ein bisschen gedulden. Ich packe jetzt nämlich das alles schon hier ein bisschen nach hinten, dass ihr das nachher am Schluss nochmal seht. Ja. Okay, so und dann habe ich mir, das hatte ich mir schon bestellt, nee, habe ich mir noch nicht bestellt gehabt. Boah. Das ist eigentlich für Terrarien. Das ist Desert Bedding Terrarien, spezielle Terrarienerden für Wüsten- und Savannenterrarien. Das kommt bei mir rein, sind 7 Liter. Das kommt dann bei mir in die Buddelkiste von der Zwergkaninchen rein. Zeige ich euch gerade mal. Lieber Freunde, das ist ganz schön schwer. So, zeige ich euch gerade mal hier. Oh, Kinders. Also ich bin hier wirklich viel gewohnt, aber das ist echt heftig hier. Boah. So. Ah, schon wieder Gattung. Ihr wisst ja für was. Das ist schon mal gut. Leute, sorry, dass ich mich jetzt ausziehe hier. Mein Kittel ausziehe, weil. Mein lieber Freund, Moment mal kurz, ich muss die Tür aufmachen, es ist brutal warm. Okay, also jetzt bin ich wieder voll bei euch, weil wie gesagt, ich habe jetzt da aufgemacht und der Rollade schon halber unten, weil es ist so duster draußen. Wir haben jetzt gerade mal was, 3:45. Obwohl den Rollade habe ich eigentlich schon eine Stunde, als ja, fast eine Stunde schon unten. Zappe duster heute, wird es gar nicht richtig hell. Jetzt kommt Futterkrämerei. Das hätte mir fast noch. Also Leute, macht nicht so Zeug, was ich hier immer mache. Bitte nicht, weil nicht gerade ungefährlich, dass ich hier alles treibe. So. Da habe ich mir jetzt eine ganze Menge bestellt, aber wie gesagt, nur. Doch ganz große Päckle. Warum sind die so groß? Warte mal, Leute. Ich muss mal kurz gucken. Sogar der Briefumschlag. Ich habe Knaller. Was habe ich da? Futterkrämerei. Ach, mit einem Visitenkärtchen. Sogar dabei. Ach ja. Ja, weil die hatte in manche Dinger nur 500 Gramm. Und ich habe. Ja, zwei, drei Sachen, 500, dann gab es die kleinste Menge mit 250 bei manchen und dann habe ich ganz viele Sachen mit 50 Gramm nur bestellt. Also wirklich kleine Menge, einfach zum Ausprobieren und eben, wie ich gesagt habe, zum Mischen für meine Tiere. Ich habe also eigentlich eine ganze Menge bestellt. Und es kam, also das letzte Paket und Futterkrämerei kam bombenschnell. Also da muss ich echt sagen, top. Liebe Mias Welt und liebe Mama Mia, nicht böse sein. Ich kann das so gut gebrauchen und ich brauche, habe echt jetzt auch gebraucht wieder. Und ich habe fast nichts, habe ich euch in meinem letzten Video gesagt, ich habe fast nichts mehr gehabt. Und ich kann es jetzt bis zum Dezember warten. Es tut mir echt leid, aber ihr wisst ja, ich kann viel gebrauchen. Und wenn ihr was doppelt habt, ist nicht schlimm. So, fangen wir mal an. Ich habe, also super Verpackung auch immer, ich habe mir mal Rotklee geholt. Weil ich habe jetzt in mehrere Internetdinger, Foren bzw. Internetdinger mal reingeklickt und in mein Buch, dass Rotklee gar nicht mal so schlimm. Also Klee habe ich eigentlich immer versucht zu vermeiden. Wegen Blähungen und Ding. Stimmt ja alles nicht. Na, gut, natürlich, wenn du 20 Kilo Rotklee jeden Tag am Ding fütterst, ich glaube, wenn ich sowas ähnliches fütter, dann hätte er ja ganz Tag Pupse und Zeug, ne? Und Scheißerei bekommen. Sorry, meine Ausdrucksweise, aber so ist es. Und deshalb meine ich ja, immer mit den Gläsern, dann immer nur ein bisschen. Und Rotklee, 100 Gramm Einzelfutter, das 100 Gramm so viel sind. Also die Verpackungen sind toll.
So, also das ist alles von Futterkrämerei. Es sieht jetzt vielleicht, also in meinen Augen sieht es extrem grau aus. Das ist es aber nicht, es ist grün. Und werde ich jetzt auch nachher erstmal bis morgen alles mal versuchen in meine Gefriertruhe zu packen. Weil es ist ja perfekt mit den Dinger hier. Also es ist definitiv grün, also nicht, dass ihr denkt, dass das grau ist. So, dann haben wir. Das sind diese 500 Gramm Päck, nee, 250 Gramm Kamillenblüten. Habe ich meinen Tieren, habe ich einen von euch, glaube ich, sogar geschenkt. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Boah, riecht mal bis hier raus. Affe geil. Kühl und trocken gelagert, mindestens haltbar bis 25.08.21. Ja, bis dahin denke ich drum. Ich hoffe, sie fressen es mal, auch gerade meine Zwergkaninchen. Kamillenblüten, 250 Gramm. Es sieht halt, wie gesagt, jetzt für euch alles, alles ein bisschen grau aus. Ich versuche nachher noch beim Zusammenschneiden das noch ein bisschen farbiger zu gestalten. Also, muss echt sagen, ich habe den Tipp von einem von euch bekommen, Futterkrämerei. Ich habe gedacht, okay, ich bleibe bei Futterparadies, aber. So, dann, ich mag die halt, habe ich euch ja gesagt, auch wenn es nur als Deko ist, Kornblume. Das ist eine schöne Farbe, ich mag das. Kornblume sowieso, wenn sie blühen. Kornblumen, Klatschmohn. Also Mohnblume, neben Kornblumen, mega. Super schön. Dann habe ich geholt Rosenblüten 250 Gramm. Habe ich auch noch nie gehabt. Hoffe ich, dass das auch gut ankommt. Dann habe ich geholt Sommerwiese Mischfutter mit Fisch, Fischfutter. Mischfutter. Wie sehe ich eigentlich aus? Oh, lieber Gott. Guckt einfach nicht hin. Mischfuttermittel. Ach, jetzt beißt mich. Für Nager- und Zwergkaninchen. Hibiskus-Ringelblüme. Ringelblüme. Die fliegt. Ich habe die jetzt, glaube ich, fünfmal versucht schon zu klatschen. Glaubt ihr, ich krieg die? Ich krieg die nicht. Ringelblume, Kornblume, blau, Roseblüte, Kornblume, rot, Kornblume, rosa, Rotklee, da ist jetzt auch drin, aber das war Sonnenblumenblüten. Ja, das ist, ich denke mal, viel ist nicht drin. Das sind jetzt 500 Gramm. Kleineres Päckchen gab es nicht. Sieht absolut klasse aus, Leute. Hier habt ihr noch einmal, ich hoffe, es sieht gut. Absolut schön. Dann habe ich geholt. Wow, zu. Moment. Ach so, das Ding ist doppelt. Das heißt, ich glaube, ist das so dick. Löwenzahn, 500 Gramm. Also seht ihr ja, ist schon der große Tüte. 500 Gramm Löwenzahn. Ich sage ja alles Mögliche zusammen. Ich glaube, da kriege ich so. Nee, heute muss ich erst einfrieren, ich Eumel. Und dann habe ich für meine Mäusis geholt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die sehen so aus wie auf der Abbildung im Internet. Ich habe mir gedacht, die sind kleiner. Also, das kriegst du dann vielleicht einmal alle 2 Wochen oder so, wenn überhaupt. Ein Wahnsinn. Sonnenblumenköpfe. Guckt euch die Oschis an. Ein Wahnsinn, oder? Also, wir kriegen es am Wochenende jetzt mal eins reingemacht. Wie gesagt, das werde ich jetzt nach und nach eh einfriere. Wahnsinn, das sind 4 Stück. Guckt euch das an. Absoluter. Also, ich weiß nicht, wer hat mir denn den Tipp gegeben? Na, Emi? Nee. Irgendeiner hat mir den Tipp von euch gegeben. Schreibt mal rein, wenn irgendeiner von euch hat mir vor kurzem einen Tipp gegeben. Da habe ich ja gleich bestellt gehabt. Absolut klasse. Vielen Dank hier. Ihr seid echt Bombe. So, dann habe ich geholt Gemüse. Eintopf habe ich zwar noch, aber ich werde mein altes wahrscheinlich wegschmeißen, weil habe ich schon eine Weile. Und deshalb habe ich 250 Gramm geholt, Gemüse, einfach Mischfuttermittel für Nager und Zwergkaninchen krieg. Also Karotte, rote Beete, Gurke, Kürbis, Petersilienwurzel, Tomate. Getrocknet. Sieht sehr, sehr gut aus. Finde ich nicht schlecht. Kriege so wie gesagt auch noch ein paar Dinger immer. Dann habe ich geholt. Brauche ich dringend. Sorry, Mias Welt. Brauche ich dringend. Oder habe ich drin gebraucht, weil meine Mäuse haben alles schon weggeschreddert. Kolbenmix, Mischfuttermittel für Nager und Zwergkaninchen. Sudangras, weiße Dari-Kolben, gelbe Kolbenhirse, rote Kolbenhirse, grüne Rispenhirse. Die Kolbenhirse-Stückle kriegt dann ein paar noch die Pebbles. Wahnsinn, 500 Gramm. Das ist der Mix gewesen. Man konnte es auch einzeln kaufen, aber ich habe den Mix genommen. Guck dich das an. Mein lieber Freund, da können echt meine Mäusis da rangehen, aber die zerschreddern eh alles.
Super geil. Leute, Wahnsinn. Und dann habe ich was geholt, das ist in einem Ding gewesen, so alles so kleine Päckle. Ich muss mal gucken, ja, das muss ich auspacken, Moment, aber es sind ja noch einmal verpackt, also da passiert dann nie. Wieder mal. Macht man automatisch. Komm, geh auf, du Säckel. Also das ist in so einem ganz Päckle hier. Ganz viele kleine, zeige ich euch jetzt kurz im Einzelnen. Also sind wirklich so wie so Probierle. So Probierle, deshalb. 50 Gramm Holunderbeeren. Zeige ich euch jetzt im Schnellverfahren. Habe ich auch noch nie gehabt. Möchte ich mal probieren. Ob sie das nehmen, meine Zwergkaninchen. Dann habe ich geholt Goji-Beeren. Goji-Beeren heißt, glaube ich, genau. Sieht aus eigentlich wie das gruselige Snackfutter von Vitakraft. Aber Goji. Riecht man durch die Dinger durch. Mega. Aber warte mal, das mache ich dann nachher gleich wieder in die Dinge rein, weil ich das sonst dann besser in die Friertruhe kriege. Das heißt Friertruhe, ich habe hier keine große, muss man auch noch eine holen fürs nächste Jahr. Wacholderbeeren. Alle bis August war das jetzt haltbar. Cranberries, bin ich auch mal gespannt. Mag ich ja gar nicht, Cranberries. Cranberries, also sieht auch wirklich, ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, sieht auch wirklich alles frisch aus und alles sauber und super verpackt. Ebereschenbeeren. Ebereschenbeeren. Bin ich mal gespannt. Sag ich, da kriege ich sie immer das so zwei, drei dann oben drüber. So mal alle 3, 4 Tage oder so mal gucken. Weißdornbeeren. Ich hoffe, man versteht mich gut, wenn ich halt anfange zu babbeln. Sie sind Sachen, wo sie noch nie gehabt habe. Echt klasse aus. Echt super. Also, ja. Dann Hagebutten. Hagebutten. Sehr gut. Also, mein lieber Freund. Und dann habe ich noch Erdbeeren. Getrocknete. Ich hole mir als immer zwar diesen Beerenmix, habe ich auch noch, aber das ist ja auch nicht so viel, wo ich dann, wo auch die Himbeere und ich glaube Brombeere drin sind. Ich glaube, das so ein Päckchen, genau, habe ich auch der Naemi geschenkt im Tausch, im Quatsch, Tauschpaket, im Dingpaket, im Gewinnerpaket hat sie auch gehabt. Die sind gut, die nehmen sie an, sehen auch wirklich gut aus, aber das ist halt natürlich Spur besser, ist ja klar. So, der Karton fliegt weg, weil der ist nichts. Da mache ich Moment, so, sorry Leute, ich mache das gleich hier ein bisschen weg, dann habe ich mehr Platz. So, mal das hier auf die Seite, den anderen Karton hebe ich mal ab. Guck immer darüber, Leute. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. So, Leute, jetzt ziehe ich meinen Kittel wieder an, weil jetzt zieht es wie Hechtsuppe hier. Ach. Also ich bin echt allein vom Angucke, so vom Verpackungsmaterial und wie das eingepackt ist, bin ich von Futterkrämerei wirklich hochzufrieden. Allein die Dinger, die Sonneblume-Dinger, die Köpfe, ist der absolute Knaller. So, und jetzt habe ich bestellt für meine zukünftigen Tiere. Das ist Papageienparadies Wagner EK. Moment. Bella? Die hat mir wieder was geklaut. Oh Mann. Hast du auch die Kinder? Wo ist denn da der Eingang für? So. Das wäre auch, das Paket habe ich auch mal auf. Der Karton ist sehr stabil. Wenn es mal Rostpreis gibt. Zu klein. Finde ich nicht schlecht. So, ganz kleiner Rostpreis mal. Wenn es einen Rostpreis gibt. Melix N. Opa. Der Hammer ist ja die Mel. Macht mit. Möchte aber nicht gewinnen. Ja, du bist der Oberknaller. Aber mach mit, wenn du weißt. Sie möchte halt trotzdem Frage stellen. Kann ich ja verstehen. Aber sie möchte halt, sie hat gesagt, sie möchte offiziell nicht mitmachen. Also auf Deutsch gesagt, ich habe das schon verstanden, dass sie dann nicht
gewinnen will, weil sie jetzt, also ich denke mal, heute müsste ihr Paket kommen. Wenn es heute kommt, mit Sicherheit lädt sie das heute auch noch hoch. Nee, sie hat irgendwas gesagt mit Wochenend. Also ich denke, spätestens am Wochenende verlinke ich euch das dann auch noch. Andi Raucher, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Ich glaube, die lädt ihr Ding halt leider nicht mehr hoch. Schade, weil sie gesagt hat, sie lädt es auf jeden Fall hoch. Schade, weil sie wird wahrscheinlich denken, auch wie die Naomi am Anfang, oh, das wird bestimmt scheiße und Ding. Und wie toll das, wie toll, ich sehe aus wie ein Idiot heute, aber wie ein Vollidiot. Die wird wahrscheinlich denken, so wie Naomi, und wie toll ist das Naomi, wie dir geworden. Also, ich habe mir das gestern dreimal angeguckt. Naomi, ohne Scherz, ich habe es dreimal angeguckt. Okay, machen wir weiter. Papageienparadies. Da habe ich eben geguckt nach Montana Cage. Das ist nämlich, glaube ich, die direkte, ich glaube, das ist die direkte Firma, wo das vertreibt, Montana Cage. Parrotshop oder Parrotshop, parrotshop.de, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Okay. Für meine zukünftigen gefiederten Freunde, Nymphen City. Übrigens habe ich gestern einen jungen, kleiner Mann unter 18 Jahren. Ich weiß jetzt den Namen nicht, den habe ich gestern abonniert. Der hat, habe ich eine der neuesten Videos von ihm angeguckt. Eine das letzte, ich war ein paar Monate, ist jetzt schon her, oder 4 Wochen oder was. Der hat auch Degus. Krabak, der hat Degus. Ich habe gesagt, Mensch, oder Rennmäus. Nee, Rennmäus war es, glaube ich, weiß es jetzt nicht mehr. Ich habe gesagt, Mensch, schreib, mach mal wieder was, mach mal was über, genau, Rennmäus hat er. Und dann habe ich gesagt, ja, halt, mach das nächste Video über Rennmäus wieder. Und dann hab ich ihn gelobt, weil er hat das mit dem Zähmen, er hat zwei Nymphensittiche. Und dann hat er das so geschrieben, hat auch einen Montana Cage, und hat dann das so toll gemacht in dem Video. Der ist so ruhig gewesen, hat einen auf der Schulter gehabt und ist so, hat es so super erklärt mit ruhiger Stimme. Keine hektische Bewegung. Ich habe den echt geguckt, den Kerle. Ich kann euch jetzt wirklich den Namen nicht sagen. Kerle, wenn du zufällig zuguckst, ich weiß ja nicht, ob du mich schon abonniert hast oder das nicht machst oder was weiß ich. Er hat sich auf jeden Fall über mein Abo halt auch gefreut. Er hat auch mehr Abos als ich, glaube ich. Logisch. Und, na gut, so logisch ist es auch nicht. Sorry. Ich wollte meine ganze Abonnenten jetzt nicht beleidigen. Tut mir leid. Übrigens, ich habe schon 30 Abonnenten. Mega toll. Ja, und er hat es so toll gemacht. Und hab ihm das auch wirklich geschrieben in der Kommis. Ich hab gesagt, echt. Vielleicht verlinke ich es euch sogar. Ich gucke mal. Normalerweise müsst ihr ja in meine Kanäle, wenn ihr bei mir in meine Kanäle, müsst ihr ja auch drinstehen. Also es ist ganz, ganz neuer, ganz, ganz lieber Kerl. Der hat es echt super gemacht. Also top. Nochmal an dieser Stelle. So, ich habe eingekauft für meine Nymphenzittich zukünftige. Das ist etwas zum Hängen, das ist wirklich blöd verpackt. Da hängt man es auf. So zum Spielen mit Holz. Jetzt steht, was steht es dahinter? Ne, steht jetzt nicht nochmal dran. Also, das ist wirklich super. So viel zum Spielen und zum Drehen und zum Anschreddern und was auch immer. Wo ist jetzt eigentlich die Box mit dem? Das habe ich jetzt weggestellt. Dann habe ich geholt. Ach, wisst ihr was? Ich mache das jetzt auf. Ja. So, das ist, da steht jetzt nur Vogelzubehör. Ich werde euch mal geschwind hier, bevor ihr das Ganze seht. Vogelzubehör. Sieht schon toll aus. Also da können sie sich auch. Es dreht sich dann innen noch einmal. Und dann hier so eine Art Mobile. Halt das hier darüber. Und dann in der Mitte nochmal so ein. Mache ich jetzt ein bisschen durcheinander hier, ein bisschen alles. Das kommt darüber. So, jetzt haben wir es richtig. Dann wieder nochmal ein Glöckler. Also das Buch, wo ich mir übernehmen für dich geholt habe, das ist nicht so toll. Ja, gut, ich kenne mich ja aus eigentlich schon recht gut, muss ich jetzt echt mal von mir behaupten. Ja, weil das ist schon, sag ja, ich werde mich dann weiter erkundigen. Vielleicht hole ich dann noch mal ein Buch. Ich müsste sogar noch irgendeins rumfahren, aber ich weiß nicht, ob ich schon verschenkt habe oder nicht. Und dann habe ich mir einen Riesenteil geholt. Also da können sie echt dann gütlich tun.
So geht's auch. War nicht los. Alles gut. Was war eigentlich da so schwer? Ach, vorhin, weil ich mich voll krampfvoll habe, bis auf dem Rodipad ist der Sandor. Ich finde, warum ist das Paket so schwer? Die anderen sind so leicht. Das habe ich da bestellt, ne? Jetzt muss ich mal gucken, wo oben und unten ist. Da. Happy Bird Premium Produkt. Also eigentlich ist es für Papagei ein Riesenteil. Aber ich habe gedacht, vielleicht mal, wenn sie Freiflug habe, irgendwann. Guck dir das Teil an. Also das ist halt mit Pappendeckel. Also richtig zum Zerschreddern. Zeig euch das Schild mal kurz noch. Also einiges für Papageien, aber es sind ja klein Papageien. Und wenn sie das dann zerschreddert haben, alles, kann man das hier als Schaukel benutzen oder zum Draufsitzen. Und dann kann ich immer mal wieder was dran binden. Guck dich das an. Ein riesen Uschi. Also, finde ich nicht schlecht. Ach, da unten ist ein Zettel drin. Ach, der liebe Güte. Da will ich euch jetzt kurz mal die Preise sagen, die nicht draufstehen. Tut mir leid. Na, steht nur, das ist noch nicht verschein. Also ich habe das noch einmal. Ich will es euch gerade noch mal kurz so zeigen. Hier, das ist von Wagners dann. Papageienparadies. Also ist wirklich, wirklich nicht schlecht. Ich mache das jetzt gerade. Ich hole es euch jetzt noch mal alles aufstellen. Aber das Video wird so ewig. So, alle Denkhandlungen hier die Arme auf. Also es ist wirklich tolle Sache dabei. Ich bin so begeistert von diesem Teil, ist unglaublich. Aber auch das da, also wirklich super gemacht. Also da werde ich jetzt gleich mal nachher ein paar Sachen gleich mal in die Kirchruhe schmeißen. Ich mache dann das ganze Zeug mal in den Kalender wieder rein. Wenn ich mal die kleinen Teile mal reinschmeiße. Ich glaube kaum, dass ich das reinbekomme. Mal gucken. Wo ich mal etwas älteres mit dieser Ding mal hole. Noch eine große Kreatur, was ich stehen, das ganze Zeit nicht rein. Also ist wirklich schön. Kann man echt nicht sagen. Okay, dann hier lasse ich das mal draußen, mache das mal da rein. Versuche mal die Sache da rein zu stopfen. Oder das mal. So viel frei noch nicht. Dann Gashüpfer hatte ich auch noch nie. Kriegt heute Abend die Petals in die ganze Ding auch mal was. Und den Zahn, den schiebe ich nachher weg. So, das war's eigentlich vom Einkauf, vom Bestelleinkauf. Mein Helferlein-Utensil. Und ich werde jetzt nachher meine Tür wieder zumachen, weil es sieht doch, jetzt ist ein bisschen wieder frische Luft. Ich werde dann nachher meine Hamster und Mäusis nochmal versorgen. Die Mäusis haben ja heute Morgen schon was bekommen. Dann wäre es nur ein paar Kleinigkeiten, kriege ich heute noch. Also Gemüse auf jeden Fall, klar. Morgen werde ich nochmal einkaufen müssen, wieder Gemüse, Salat und letzte Video Pastinakenwurzel habe ich noch nie geholt, da möchte ich auch mal jetzt eine holen und das mal ausprobieren. Eine Kohlrabi habe ich gekauft, Kohlrabi-Blättle waren nicht viel dran, hatte ich den Zwergkaninchen schon gegeben. Und die Kohlrabi habe ich extra nur so eine ganz kleine geholt, da werde ich jetzt mal die Hälfte bzw. ein Viertel mal wegschneiden und einfach den mal hinlegen, ob sie es möge. Ja. Und dann gucke ich mal, was ich dann morgen nochmal wieder was anderes hole, wieder verschiedene Sachen hole. Möhrengrün, letztes Mal in der Mülleimer vom Real haben sie ganz wenig Möhrekraut und Kohlblätter gehabt, weil die ganzdreckige nehme ich dann doch nicht mit, nur die wirklich noch gut aussehen. Und ich gucke schon wieder darüber, Leute, ich muss jetzt darüber gucken. Und ja, da wird man sehen, was ich so finde. So aufs Wochenende, weil ich will dann am Samstag nicht nochmal losfahren müssen. Also ich will mich morgen, an dem Samstag muss ich sowieso fort. Nee, dann kaufe ich am Samstag nochmal alles gemütlich ein. Für morgen reicht es dann noch, müsste reichen. Ja, ich habe noch ein paar Möhren und Ding. Und dann werde ich am Samstag nochmal Großeinkauf machen. Und auch für mich wieder mal mein Kühlschrank, außer meinen obligatorischen Joghurt, das ist noch genug da, aber der Rest ist leer. Und dann werde ich auf jeden Fall mich da nochmal eindecken jetzt übers Wochenende, weil ich fahre ungern samstags dann fort. Aber wenn ich am Samstagmorgen sowieso um 7 bin, ich eh schon unterwegs, um was zu erledigen. Dann passt es ja wieder. So, Kinders, ich wünsche euch was. Ich denke mal, heute wird jetzt nichts mehr kommen. Weiß es nicht. Hey. Hallo. Geht mir einer wieder die Küche, Küchenschrank hoch. Unfassbar, die Hunde.
Bella fängt jetzt nämlich auch schon an. Echt unglaublich. Muss es denn abgönnen? Ah, ich habe mir was bei Tierisch bestellt. Nein, Mama Mia, das holst du mir mit Sicherheit nicht. Und zwar, wenn ich ja die Vögel, ich habe mich jetzt entschieden, im Wohnzimmer kann ich so nicht hinstellen wegen der Hunde. Wenn ich im Schaffe bin, drehen die Vögel durch und die Hunde auch. Und wenn dann der Floppy hochgeht und tut aus Versehen die eine untere Tür aufmachen, dann ist Zedern gemordet, ja. Und Mord und Totschlag und überhaupt. Ich ist hier voll ehrlich, hier bis jetzt. Ich mach's gleich weg, mein Süßer. Und ich werde sie in der Flur stellen. Und ich habe mir ein Absperrgitter für Hunde besorgt. Und zwar über tierisch. Passt genau rein. Ich denke mal, dass sie nicht drüber hopsen, weil es extra heiß ist. 76 cm ist hoch. Extra auch für große Hunde. Und sie sind ja klein. Also ich denke mal nicht, dass sie da drüber kommen. Und dann kann ich nämlich in Ruhe einkaufen, arbeiten gehen, auch mein ganzes Zeug mal machen. Selbst wenn ich nur in den Keller gehe, meine Wäsche mache. Oder mal in der Küche arbeite. Oder egal, selbst wenn ich da bin und gehe mal kurz an den Mülleimer und schmeiß was weg oder so ans Auto. Und dann wird das zu sein. Weil sie müssen sich eh dran gewöhnen. Weil bei mir im Elsass im Haus dann werde ich definitiv mir ein breiteres Bett hole, ja, aber. Theoretisch könnte ich meins ja abhalten, aber ich werde definitiv die so jetzt dran gewöhnen, dass sie nicht mehr bei mir im Bett pennen. Aber wenn ich jetzt der Riesenschnauzer noch bekomme, pufft er bei mir auch noch im Bett. Da kann ich demnächst am Boden pennen und meine Hunde pennen im Bett. Also ich werde es denen abgewöhnen. Das wird auch einfach sein. Am Anfang wäre es das vielleicht nicht verstehen und sage, warum darf ich nicht mit? Dann wird vielleicht Gefiepe sein mal nachts, aber gut. Die Hunde sind so schlau, die werden sich dran gewöhnen und dann kommt mir ein Gitter hin, hintere zum Flur hin. Genau vor die Flurtür, weil hoch auf die Galerie dürfen sie schon mal gar nicht. Definitiv, da bleiben die unten. So, und dann wird das Absperrgitter hingemacht. Und dann, wenn ich am Tag wäre, dann die Schlafzimmertüre eh zugemacht, beziehungsweise da würde sie eh nicht reinkommen, aber ich habe auch Angst, da ist auch ein Gitter zum Keller runter, da geht es nämlich auch zum Keller runter. Und wenn die mir dann auf die Galerie oben rumhopsen und meine Sache da kaputt machen, beziehungsweise in den Keller. Gerade Welpe dann irgendwann, vielleicht bin ich mal im Garten oder ich bin nur auf der Toilette oder wasche mir die Hände und der Welpe meint, er muss da rumspringen und fliegt mir da runter, die Kellertreppe runter. No go, Leute. Das will ich schon mal von vornherein alles ausschließen können, auch die Gefahrenquelle, weil da wird es genug Gefahrenquelle geben. Und man muss immer aufpassen bei Welpe sowieso. Und dann wird das Laufgitter dauerhafter stehen, bis die das gewohnt sind, dass die nachts im Wohnzimmer bzw. Küche, ich muss also durch die Körbler alle hinstellen und die Bettler, dass sie jetzt zukünftig im Wohnzimmer pennen. So, tagsüber, wenn ich da bin und sie gehen damit mal ins Schlafzimmer rein, wenn ich da was mache, ist ja kein Thema. Aber definitiv, auch auf die Zwischengalerie, wo die ganzen Tiere dann hinkommen, definitiv, da haben die nichts zu suchen. Da muss ich mir dann noch was überlegen, weil da geht es ja diese kleine Hühnerleiter hoch. Mal gucken, ob ich da ein Gitter dazwischen machen kann. Viech. Und ja, da kommen die mir auch nicht hoch. Die haben genug Platz dann rumzuunter und im Garten rumzurennen. Also ja, also andere Hunde geht schlechter, denke ich. So, Leute, das war's jetzt. Jetzt höre ich aber auf. 30 Minuten. Voll das kurze Video. Kimmers, macht's gut. Bis dann, eure Samik. Tschüss. Sorry. Scheiße, ich hab ganz vergessen. Das hänge ich vorne dran. Macht's gut, tschüss, dann wird's doch wieder länger.